Ich bin der Stefan Elfenbein, der neue Präsident der Jury der Berliner Meisterköche, und ich habe die große Freude, die Gewinner von 2011 vorstellen zu dürfen. Und zwar der Titel Berliner Sommelier 2011 erhält Robert Wiese aus dem ETH Hoffmann in Kreuzberg. Der Maitre 2011 wird Frau Heike Seebaum aus dem alten Zollhaus, auch in Kreuzberg. Und wir kommen weiter zum Titel Aufsteiger des Jahres 2011. Da gibt es immer ziemlich viel Diskussion, weil es einfach auch gute Leute in Berlin gibt. Den Titel des Aufsteiger des Jahres 2011 in diesem Jahr hat bekommen Matthias Kleiss aus dem Restaurant Volt, auch in Kreuzberg. Wir sind in Kreuzberg, da passiert einiges. Und Brandenburg, der Brandenburger Meisterkoch 2011. Ja, auch wunderschöne, viele verschiedene Restaurants um Berlin herum. Das sollte jeder einfach mal wirklich für sich selber besuchen, alle Nominierten selber mal anschauen. Aber wir haben entschieden, dass der Brandenburger Meisterkoch 2011 Marco Guido aus der alten Schule in Reichenwalde ist. Das ist in der Nähe vom Scharmützelsee. Weiter kommen wir zur Kategorie, die den meisten Ärger bereitet in der Jury. Nein, das heißt, wir, die große Familie der Jurymitglieder, redet, diskutiert, und es sind ganz wunderbare Kandidaten gewesen in diesem Jahr, und wir werden die nicht jetzt Preisträger bestimmt bald wieder sehen und nominieren und noch viel von ihnen hören, aber der Meisterkoch 2011 in diesem Jahr, das ist natürlich wohlverdient Marco Müller aus der Rutz Weinbar, Weinbar Rutz auf der Seestraße in Mitte, und unsere und meine ganz herzliche Gratulation. Wir haben natürlich noch die Sonderkategorie, den Innovator 2011, der gastronomische Innovator, also jemand, der wirklich für Berlin im gastronomischen Sinne viel getan hat, ohne Küchenchef zu sein, ohne im Restaurant zu arbeiten, jemand, der das gesamte Konzept Essen und Genuss in dieser Stadt ja irgendwie befördert, verbreitet hat, in diesem Fall sogar weltweit. In diesem Jahr der gastronomische Innovator 2011 ist Dieter Kostlik, der Leiter der Berlinale, aber auch des kulinarischen Kinos, zusammen mit Thomas Struck, der das kulinarische Kino führt und jedes Jahr vorbereitet. Und unsere Gratulation an Dieter Kostlik und Thomas Struck als gastronomische Innovatoren 2011.